Und ein herzliches Willkommen zurück zu Borderlands offensichtlich. Ich hab doch gesagt, ich bin nicht bereit. Ist mir doch egal. Du bist ja auch keine Frau für eine Nacht, sondern mehr so für 2 Stunden. Je nach Person vielleicht 10 Minuten. So, wir müssen ja einfach aus... Gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Riju, spielst du eigentlich Overwatch? Nicht mehr. Nicht, aber du hast einen Account? Ich habe einen Account, ich bin auf Level... Oh, nicht hoch, 10 oder so. Egal, da wissen wir, was wir hier noch machen. Ja. Wollen wir ein bisschen... Ja, von mir aus, dann installiere ich es wieder. Wo laufe ich denn? Ja, Finn, müsst du vielleicht noch irgendwo mal losfahren. Achso, ich hab... Ich überlege gerade, wo... Ja, du hast... ich war schon ganz erstaunt, hab aber... Jetzt folgt mir nicht wieder so übermotiviert hier. Moment mal, ich muss gerade mal die Lage sondieren. So, ja, hier... Ja, ihr seid schon noch vollkommen falsch. Alles klar. Dreh dich, Schildkröte, dreh dich. Nee, das wird mir jetzt hier zum Blatt mit dem. Ich steig aus. Nee. Doch, ich lauf, bin ich schneller. So. The Backdoor! So, und ich lauf vor die Wand. Okay. Ich komm da nicht rein. Ist der Wagen zu fett? Unsichtbare Wände, würde ich sagen. Die guten alten Elferwände. Ey! Oh, guck mal, da ist ja noch. Was? Da ist ein Löchlein. Guck, hier durch das Loch sind wir gerade gekommen. Durch das schwarze Loch. Null. So, ja. Yay. So, ist auf jeden Fall wieder sehr, sehr einladend hier. Wo ist das Empfangskomitee? Da. Ah, da ist es auch schon. Gibt's denn hier keinen Sektfrühstück? Warum nicht Spider-Man? Ganz echt. Damit hast du dir die Antwort auch schon selbst gegeben. Weggesteppt. Zack, klappt auf dem Arsch hier. Und schon nichts. Step, step. Aha. Eine Höhle. Er hat jetzt für Erkenntnisse bitte gewonnen. Überhaupt gar keine, aber ich muss mal wieder irgendwas machen. Spider-Man! Hoppala! Mal Spider-Rent? Sind das die Spinnen, die Miete zahlen? Oder kann man die Spinnen mieten? Okay, ich gehe ja schon. Was hat denn das jetzt damit zu tun? Ach, weil. Was, wenn die Witze schon so schlecht wären, dass man sie nicht mehr nachvollziehen kann? Ich konnte es nachvollziehen, das ist. Also ja. Noch so ein Ding und ich gehe kurz in die Küche am Kühlschrank. Da gibt's dann tatsächlich ein Sektfrühstück. Wenn es weitergeht, braucht man ja die Broadfunding. Nee. Das ist gar nichts von zu teuer. Für. Wie das Ding angebabladet kommt, ist es unglaublich. Also, ich weiß ja nicht, was Beyblades du kanntest, aber die... Das ist doch! Die ich kannte, die haben sich nicht horizontal gedreht, sondern vertikal. Das ist die neue Generation. Umgekehrt. Die haben sich nicht vertikal gedreht, sondern horizontal. Ich habe gesagt, das ist die neue Generation. Die können alles. Die können über Kopf. Die Generation braucht kein Schwein. Über Kopf, alles drin. Da kommen die Monster nicht raus, die sind gleich draußen. Ich glaube, Babel damit die Serie, die mich am wenigsten interessiert hat. Oh ja. Ich fand's eine Zeit lang witzig, aber es war. Immer war es so, die grüllen sich gegenseitig an und auf einmal kommt so ein scheiß Geisterpie da raus. So. Ja. Das war aber auch schon. Dann, wenn alles. Das Ding
Wenn du das Ding dann zu Hause hattest, dann warst du ganz enttäuscht, dass da kein Geistervieh rausgekommen ist. Ja, vor allem, dass er auch nach 10 Sekunden umgekippt, dass er nach 10 Sekunden umgekippt ist. Ja, und nicht so wie da 20.000 Mal gegeneinander prallen, 50 Runden in der Arena drehen, ja, nee, ist nicht. Nee, ich wollte schon sagen, das ist doch nicht wieder in der Sniper. Bestgrober. Scattergun. Ja, wieder Munition mit. Was ist das hier? Munition! Static Shotgun. Also wenn wir... wir wissen ganz genau, wie heute der Motivationsklumpen bei uns ist. Hm? Der hier. Nö. Oh nein. LOL. LOL. Arena-Kampf. Nice. Hab ich richtig Bock drauf. Raffel! Raffel! Ach, da oben, die Olle. Da oben ist die Schlampe. Die dumme Foot. So, und jetzt? Oh, Meister McCloud. Meister McCloud, königliche Lance. Elektrische Waffe. What the fuck? In dem Fall war doch die Atomisch drauf. Hallo! Hallo! Es geht schon besser. Das war's jetzt? Voll enttäuscht. Das hab ich mir jetzt irgendwie schwer auch vorgestellt. Ciao. Stimme erst hier. What the fuck? Sieh dir das an. Was geht ab? Okay, das hilft. So ein Scheiß hier. Ja. Kindergarten. Dann, ja. Dann nicht mal irgendwelche Waffen, die man irgendwie verwerten könnte. Ja. Ökonomisch. Wieso? Hat man sich voll auf Arena-Kampf gefreut an so eine Gummigrütze hier. Mhm. Ja. Das war ein Arena-Durchlauf. Einmal kreisig laufen und dann war es gut. Ja, muss er rein. Für eine Werbung. Nee, das sind die Brüste von Barbara Schöneberger. Ah. Die müssen reichen für eine Werbung. Die Brüste von Barbara Schöneberger. Oh, guck mal, ein Gatling-Geschütz, das ist ja nett. Da freue ich mich ja. Warte mal. Hi! Hi! Gut, gut. Wo war jetzt das Problem dabei? Mach doch mit der Mission. Ich bin keine Sirene. Du hast aber einen Vogel! Der macht aber nicht so übelst krass Damage wie du, also muss ich leider sagen. Na gut, wie gesagt, das liegt aber glaube ich auch nur am Waffenlevel 17. Auch nicht jetzt definitiv geschützt, geh mal weg. Ja, ich mach 15% mehr Schaden und 54% mehr Ziegen. Wer hat hier Klapptraps hier aufgehäuft? Ja, das was wir gerade eben kaputt gemacht haben. Ist doch. War das nicht hier durch? So ein Reparaturkit irgendwo? Und ich hätte ein bisschen mehr Muni von der Waffe hier. Jetzt vollkommen vital. Geh mal weg. Unter anderem. Was hast denn du für Waffe? Ja, SMG. Nee, nicht Quatsch, SMG. Combat? Ja. So, na gut. Im SMG liegen zwei Dings oben. Tja, jetzt sonst. Hier ist ein Reparaturkit irgendwo. Ja, das... Man muss ja mal tatsächlich sagen, bei all der abgefragten Scheiße, die wir hier eigentlich auf diesem Kackplaneten gesehen haben, ist das hier mal so mitunter der ordentlichste Ort überhaupt. Ja. Sobald du irgendwo eine Militärorganisation hast, ist plötzlich alles in Ordnung bei dir. Friedschuh ist da, wo wir hin sollen. Ja. Friedschuh wird doch scheiße. Soll's geben, kommt selten vor, aber es passiert. Deswegen habe ich mich nicht drauf verlassen, schon wurde ich bestraft. Ach Leute. Ja, ja. Ich hab für alle Liebe und Feuer dabei. Liebe und Hiebe. Das ist Liebe mit Hiebe. Ja, Liebe ohne Hiebe ist ja auch langweilig. Genau wie du. Was? Weiß das auch deine Freundin, dass du so denkst? Psst.
egal, wir müssen jetzt. Oh, was sind das hier für schöne Karten? Ich hab nicht gesagt, wer hier die Hebel kriegt. Tusche, Tusche. Boah, ich lauf die Treppe hoch, ich springe runter. Das mache ich jetzt seit zum fünften Mal oder so. Ich bin retarded. Nee. Das ist Richo. Das kennen wir ja irgendwie nicht anders. Wie sind wir? Was hat er hier? Feuerdeck Upgrade. Müsste ich vielleicht auch mal anwenden. Aber kriegen wir die automatisch. Nein. Was sind die denn? Ach, Elementar Upgrade, da. Lauf. Lauf. Oh gut. Okay, die sind schon witzig. Wenn sie eigentlich gerade alle zwei Minuten sagen müssen, dass... Die den Beat raus haben. Richtig. Und das für mich. Nee. Tatsächlich für Phil. Tatsächlich mal nicht für den Spasti hier. Hä? Wieso? Richo kriegt doch die ganze Zeit Stuff. Den meine ich ja auch. Gerade mal nicht für den Spasti. Angry Shotgun! Angry Shotgun. Nicht Angry Bird? Nope. Angry Shotgun. Den Vögel geht nicht wegen Tierschutz. Ah, okay. Jetzt hier? Wie überhaupt hier hin? Oder war das... Hä? Ach, guck mal. Noch eine Kiste. Yeah. Bomben. Da unten sind Gegner. Oh, explosive Murf-Granate. Nehmen wir mal mit. Was ist eine Milf-Granate? Ja, eine Milf-Granate. Oh. Es ist nach 22 Uhr, wir dürfen das jetzt sagen. Wir gucken euch dieses Video auch nach 22 Uhr an. Wir sind hier verkehrt, ne? Nein, nein, wir sind immer richtig. Du hast doch jetzt nicht etwa... Oh. Was seid ihr denn jetzt? Wo hast denn du jetzt bitte Tennis gefunden? Meine alte Busenfreundin. Ich glaube, die ist hier im Knast. Knastschwester? Boah, die können auch nur rumschreien, die Düben, ne? Braucht jemand ein Medikit? Ja, ich nehme sie halt so hart durch, ne? Ja. So, Dach. Irgendwo unter uns ist das. Säureartefakt. Los Artefaktos. Echo-Konsole. Hallo, Echo. Echo. Echo, Echo, Echo. Ho, ho, ho. Ah! Okay. Warte, ich fühle mich. Da war's Echo. Wow, Geh kaputt! Geh kaputt! Verdammt, Axt! Läuft offensichtlich sehr, sehr gut. Es gab geringfügige Verzögerungen, aber es ist aufgegangen. Bis zu die Deutsche Bahn. Es gab Verzögerungen mit im Betriebsablauf. Oder spielen nicht genau am Gleis. 20 Leute ein Idiot hinterm Zug geworfen. Könnte das eine Maschine. Ich jetzt genau das andere. Transmitterkonsolen aktivieren. Och. Muss das sein? Ich glaube, geht gleich eine Tür auf. Die könnte aufgehen. Muss nachladen!
Holla, 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 holla. Also genau genommen habe ich schon mein Leben geschossen und nicht gekämpft. Wiederbelebt habe, habe ich dich am Ende trotzdem. Bodenblaster. Ich muss mir jetzt wieder raus. Müssen jetzt einmal durch die Welt ziehen. Oder kommen wir jetzt in die Festung? Warte mal, ich hab doch grad. Schmeiß mal das mal raus. Oh, guck mal. Ich hab ja ein Explosiv-Artefakt. Sie können. Zeitpunkt. Die Crimson-Enklave. Hussa. Alter, fliegt gleich hoch. Oha, was da alles rumfliegt. What the fuck, ey. Die und die Prefire, ey. Gut, dass sie überhaupt nicht übertreiben. What the fuck sind das für Viecher? Das sind wieder so eine komischen... komischen Viecher. Ich hab Angst. Was man schon macht, was Riju schon mal aufgetrieben hat. Ach, die Geisterdinger. Ah! Okay. Okay. Alter, wie viel leiten die aus? Zu viel. Ich will mich ja nicht beschweren, aber ich finde die Verengung schon nicht so. Das meinte ich jetzt eigentlich eher weniger. Aber bitte, wenn du dich angesprochen fühlst. Die halten auch richtig viel aus, ey. Weißt du, du hast da andere Probleme. Ich wollte ja gar, aber ich kann nicht. Bist du betrieben, die Viecher, oder? Ding ist, die fressen kaum Schaden. Die fressen ganz schön viel Schaden, also. Kriegen bloß keinen. Da meine ich doch. Ein Erzwächter. Toll. Mein Kopf reingekommen oder was? So. Einmal ums Eck. Müssen wir da überhaupt lang? Nee. Was? Das gefällt dir nicht? Hallo? Jungs, immer muss ich die ganze Arbeit machen. Wo ist denn der Transmitter?
Jungs, die Zeit sagt übrigens, wir sind vorbei. Was? Wir sind vorbei? Ja. Na, dann sind wir vorbei. Für diese Bahn. Mensch. Dort geht's an die Transmitterkonsole im nächsten Bahn. Ja. Ja. Bis denn, boy. Tschüss. Bis denn, tschüss.